Ich habe es vorher schon mal kurz angeschnitten und zwar, bin noch Single. Dankeschön, Dankeschön. Also ich bin schon sehr lange Single. Ich kenne mich da aus. Schon seit ich 18 bin. Gut, davor auch schon. Aber seit ich 18 bin, wird das einfach zur Belastung für mich. Gell? Oder was war nicht für mich? Für mich überhaupt nicht eigentlich. Sondern für meine Oma. Für meine Oma und für den Frauenbund bei uns im Dorf. Der Frauenbund zündet jeden Sonntag in der Pfarrkirche St. Laurentius für mich eine Opferkerze an. Bin ich mal daneben gestanden, neben der Rosmarie, das ist die Vorsitzende vom Frauenbund, zündet so eine Kerze an, stellt einen in den Opferstock und sagt, für die. Und ich sag so, was, warum für mich? Du weißt schon warum. Sag ich, ist ja ganz klar. Ich bin 24 und hab noch nie eine Freundin gehabt. Dann ist man zwangsläufig im Dorfratsch. Und das belastet meine Oma so. Und dann sucht meine Oma immer mit mir das Gespräch. Ganz schlimm war es am Weihnachten. Weihnachten war ganz schlimm. Da wird es allerweil so sentimental und ich weiß es auch nicht. Stehen wir vor dem Christbaum, gell, wir singen wir alle. Gut, Oma singt. Und ich weiß es ganz genau. Spätestens bei ihr Kinderlein kommt. Schaut's mir an. Dann hat sie gesagt, Martin, was ist denn eigentlich los? Möchtest du mir was sagen? Sag ich, nein, ich glaub nicht. Oh, doch, ich glaub schon. Weißt? Weil so greislich bist du nicht. Weißt, was ich glaub? Ich glaub, du stehst jetzt blöd. Das wird sein. Du stehst jetzt blöd. Weißt? Jetzt kommst so viel rum da mit deinem Schmarrn auf der Bühne. Geh heute mal runter von der Bühne. Gehst hin zu so einem jungen Fräulein. Stehst dich anständig vor, wie ich dir das gelernt habe. Machst vielleicht noch Kompliment und konzentrierst dich aufs Wesentliche. Sagst, grüß Gott, Fräulein, Martin Frank, 24 Jahre alt, Landwirtssohn aus dem Bayerischen Wald. Sagt sie, wir haben einen Biogas daheim. Abbezahlt. Sagt sie, Fräulein, wir haben 49 Rindviecher daheim. Aber eins hätte noch Platz. Das wird aber oft außerhalb Niederbayerns nicht als Kompliment anerkannt. Das findet nicht jeder toll, gell? Das ist. Und mich wundert das. Mich wundert das, dass meine Oma mit so einem Thema daherkommt. Weil normalerweise, jetzt sagen wir uns ehrlich, aber im bayerischen Wald, auf dem Bauernhof, da redet man jetzt nicht so über Liebe. Also mal als richtige Liebe zwischen zwei Menschen. Jetzt nicht Papa Cannabis. Mingen sie auch ganz gern. Liegen auch ganz gern aufeinander. Keine enge Verbindung, aber das meine ich nicht. Ich meine richtige Liebe. Auf dem Bauernhof, da wird man auch nicht aufgeklärt. Das muss man selber tun. Deswegen war ich auch bis zu meinem 18. Lebensjahr der festen Überzeugung, dass der Besamer mein leiblicher Papa ist. Das muss ich Ihnen vielleicht jetzt erklären. Wir haben ja Rindviecher daheim. Gell? Und ab und zu stirbt einmal so ein Rindviech. Und dann ruft der Papa einen Obermeier-Karl an. Ist der bei Ihnen auch unterwegs, oder wie? Und der kommt dann vorbei. Kommt dann vorbei, zieht sich so einen ganz langen Handschuh an. Gell? Gelangt hinten in die Kuh rein. Rührt um. Oder ich weiß auch nicht, was er tut da drin. Und dann raus und 9 Monate später kommt wie durch Zauberhand ein Kalb auf die Welt. Und dann stehst du da. Sechst das zweimal in der Woche mit deinen 4, 5, 16 Jahren. Und dann denkst du schon, ja mei. Und warum soll das bei der Mama anders gewesen sein? Okay. Ist ja ganz klar, so hat er mir keiner gesagt. Und jetzt kommt Oma immer mit diesem Thema daher. Und ich möchte sie ja wirklich erfüllen. Weil wissen Sie, meine Oma ist 90, ich weiß nicht, wie lange das ist noch hab. Also ich suche jetzt nicht eine Freundin für mich, sondern für meine Oma. Und da, ich bin jetzt sogar im Internet angemeldet. Gell, im Internet, weil da gibt es ja, da gibt's ja ganz viel. Da muss man sich, weiß ich, sind Sie auch auf Single-Plattformen angemeldet? Vielleicht einfach mal Hand hoch. Niemand hat alle glückliche Beziehungen, gell. Fast gedacht. Nein, und Sie, das ist ja, da muss man sich so Namen vergeben. So Nick, Profilnamen, sagt man da. Können sehr kreativ sein, gell? Da muss man sich schon was ausdenken. Und mein erster Name war vielleicht ein bisschen ein Anfängerfehler. Hat jetzt nicht so eingeschlagen. Ich habe geheißen Einsamer Gummistiefel.
und da wollte sich keiner dazustellen. Da hat keiner Lust drauf gehabt. Gell? Aber dann habe ich schon gewusst, Martin, du musst dein Anliegen ein bisschen besser ans Publikum bringen. Gell? Und wenn sie jetzt sagen, hoppala, was ist denn das für ein Schnittchen auf dieser Bühne in der engen Hosen? Und sie wollen mir mal im Internet suchen, dann brauchen sie nur bei Google eingeben und dann komme ich sofort Besamer Stern 92. Ja. Dann bin ich da. Gell? Dann lache ich herab vom Bildschirm. Gell? Das ist. Und das ist ja ein Schicksal. Das ist ein Schicksal, das teile ich mit meinem Papa. Weil mein Papa ist auch noch Single. Der meldet sich jetzt nicht im Internet an. Das macht er nicht. Nein, da kennt er sich gar nicht aus. Der gibt noch ganz klassisch Anzeigen auf. Jetzt nicht in der normalen Zeitung, sondern im Bayerisch-Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Was, kennen Sie das? Bauernzeitung, gell, ist ganz klar. Und hier, da kriegen Sie alles. Da kriegen Sie vom Mähdrescher über den Kreiselhaier bis zum Weiberleit alles. Gell? Du musst nur richtig inserieren. Und der Papa hat eine Anzeige aufgegeben, der war sehr kreativ. Der hat ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen, das war sogar poetisch, möchte ich sagen. Der Papa hat eine Anzeige aufgegeben, da hat er geschrieben: Gockel, der gerne kräht, sucht Henne, die nicht mehr legt. Ja. Komma, Misthaufen vorhanden. Ja. Da war ich auch stolz. Da war ich stolz, dass ein Papa so ein Schmarrn einfällt. Aber trotzdem haben wir keine. Sie, wir haben wir keine. Und das Problem sind wir nicht mir, sondern das Problem ist, keine Frau schafft es durch einen Oma-Check. Meine Oma ist wieder TÜV bei uns daheim. Das ist Wahnsinn. Ich habe ja für Sie schon ein paar Kandidatinnen gehabt, gell, im Internet, alles rausgefischt. Kandidatin 1, Lea Sophie Chantal. War aus München, Mutter Lehrerin, Vater Psychologe. Sie selber 17. Semester Soziologie. Nicht getauft. Gell. Schon gewusst, kann ein Problem werden. War mir wurscht, haben wir gedacht, probieren wir es einfach mal aus. Dann habe ich es mit Heimgenommen und meine Oma hat sich natürlich gefreut. Gell. Meine Oma, hey, jetzt hat er, was hat er denn da dabei? Und meine Oma hat aber für uns gekocht, weil Kochen ist ja für meine Oma das Wichtigste. Und dann sitzt man so im Esszimmer und aus der Küche riecht es außer irgendwas, weiß ich nicht was, aber irgendwas mit Fleisch ist immer, gell? Und dann sitzt man so da und dann sagt sie, Lea Sophie Chantal, ihr wohl dabei gesagt LSC. Sagt's, du, Martin, hier riecht es so. Sag ich, das ist Fleisch. Sagt sie, du, ich esse kein Fleisch. Ich esse auch keinen Käse, keine Eier, kein Joghurt, trinke keine Milch, keine Butter. Sag ich, ja, was tust denn du am Bauernhof? Eh? Sie weiß jetzt überhaupt nicht, wie ich das meiner Oma erklären soll. Ich sage, ja, ich bin Veganer, ich will mich so ein bisschen alternativ ernähren. Sag ich, alles klar. Was, es klang dir nicht, dass du nicht getauft bist. Jetzt das auch noch. Wie soll ich denn das meiner Oma erklären? Ich probiere es einmal. Gell? Dann bin ich in die Küche gegangen, sage ich, Oma, reib ab, dreh zurück, Ofen aus. Die ist das nicht. Sag ich, die ist kein Fleisch, keine Eier, trinkt kein Milch, kein Käse, kein Butter, kein Joghurt. Wissen Sie, was meine Oma gesagt hat? Ja, liebe Gezeit, ruft beim Pfarrer, ich brauche die letzte Ölung. Apokalypse naht. Mei, und das auch gerade heute, wo ich einen Zwiebelrostbrand drin hab. Ja, kannst du das Gespinner nicht morgen tun? Sag ich, nein, ich glaube, das ist ein Dauerzustand. Ja, lieber Gott, mein, was geben wir denn den armen Dirndl zum Essen? Vielleicht eine Suppen? Eine Leberknädelsuppen? Sag ich, nein, Oma, die isst das nicht. Irgendwas ohne Fleisch. Denk da irgendwas aus. Dann bin ich wieder rausgegangen, sag ich, LSC. Du musst jetzt essen, was die Oma bringt, weil die Oma ist schon fotzengrantig. Und wenn meine Oma grantig ist und hat jemandem was zu mitteilen, dann sagt sie es auf Hochdeutsch. Dann ist sie gekommen und hat gesagt, so, junges Fräulein, heute habe ich für Sie gekocht, à la carte. Heute gibt es ein zartes Landluftfilet an sonnengetrockneten Wildkräutern und Glattstücke oben für Heuerfendeller. Und ab morgen essen Sie drum bei den Rindviecher, gell? Und deswegen Kandidatin 1 ausgefallen, gell? Weil Sie, wir brauchen unser Hai für unsere Rindviecher. Also der Winter ist lang. Kandidatin 2. Pocahontas Meierhofer, gell, auch aus dem Internet ausgezogen. Und am Anfang war es ganz nett. Es war wirklich ein geschicktes Dirndl. Und dann hat es mir aber im Laufe des Gesprächs ist mir schon so aufgefallen, oh, der ist von Beruf Tochter. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen, Beruf Tochter oder Sohn.
die von daheim alles geschenkt kriegen. Alles in Anschlag schon, muss man nichts tun. Papa zahlt mir alles. Gell? Und das harmoniert jetzt mit dem Bauernhof nicht so, weil wir müssen unser Vorrat erarbeiten. Gell? Und dann hat es mir vor ihrem 18. Geburtstag erzählt, hat es gesagt, weißt du, Martin, mein 18. Geburtstag, das war ganz aufregend. Da kam Papa zu mir rauf in mein Schlafzimmer, hat mir die Augen mit so einer Augenbinde verbunden, dann habe ich nichts mehr gesehen. Dann sind wir beide runtergegangen in den Carport, dann hat er mir die Augenbinde runtergenommen und dann stand da in der Einfahrt niegelnagelneue 3er BMW mit so einer großen roten Schleife drumherum. Aber ich war schon enttäuscht. Ich habe dann gesagt, Papa, du weißt doch ganz genau, dass ich den in Schwarzmetallic wollte und nicht in Silbermetallic. Papa, ich glaube, du liebst mich gar nicht. Papa, ich glaube, du liebst mich gar nicht. Sieh, dann hab ich mal an meinen Papa gedacht. Ich bin schon froh, wenn mich mein Papa beim Namen nennt. Und nicht einfach sagt, hey, ich Saustall ausräumen. Wenn mein Papa vor Saustall meinen Namen setzt, dann ist das für mich ein Liebesbeweis. Mein Papa hat mir zu meinem 18. Geburtstag kein Auto geschenkt. Das habe ich mir schon selber kaufen dürfen. Ich bin an meinem 18. Geburtstag ganz allein, auf die Raiffeisenbank gegangen, hab mein Sparbüchel angeräumt, bin mit den ganzen 800 Euro zu unserem rumänischen Autohändler gegangen, bin in seinen Wohnwagen eingestiegen und gesagt, bitte noch einmal zum Mitnehmen. Und wissen Sie, was ich gekriegt habe? Keine niegelnagelneuen 3er BMW, nein, sondern einen mintgrünen Ford Ka. Der schon so rustig war, dass du meinst, der ist rot. Dann habe ich zum Autohändler gesagt, mein sicher Auto, das ist mein 18. Geburtstag, kann die vielleicht so große rote Schleifen ums Auto, um dass du ein bisschen was gleich sagt. Wissen Sie, was er gesagt hat? Bist du lustig. Und hat mir Starterkabel geschenkt. War auch sinnvoller. Haben wir schon gebraucht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mein Ford gar nicht gefahren war. Sieh, der ist schon gefahren. Zwar nicht immer. Wir haben auch viel gestanden. Am Pannenstreifen. Auf der Autobahn. Aber so lernt man Leute kennen. Ich kann Ihnen die ganze Belegschaft vom ADAC Süddeutschland beim Namen nennen. Habe ich alle durch. Ganz nette Leute. Weil die, wenn auf meiner Homepage gelesen haben, dass ich wieder irgendwo zum Auftritt fahren muss, haben sie sich schon 30 Kilometer weiter auf der Autobahn gestellt. Weil sie gewusst haben, ich komme nicht weiter. Aber deswegen auch Kandidatin 2. Ausgeschieden, weil ich brauche einen Menschen für mich. Meine Oma braucht einen Menschen, der mit beiden Beinen im Leben steht und auch mal einen Misskompetent nehmen kann. Das war Kandidatin 3. Tatjana Krause sitzt bei Aldi an der Kasse und wir haben uns im Internet kennengelernt. Das war Blind Date, das sieht man sich ja vorher nicht. Und sie war im Internet Mrs. Überraschung, gell? Und haben gedacht, mir ist wurscht, der Oma muss gefallen. Und dann haben wir uns getroffen in so einem Schwabinger Café. Geil, und da sieht, ich war viel zu früh dort, also so 10 Minuten vorher. Und dann geht allebei die Tür auf und zu. Und bei jedem zweiten denkt man, hey, oh, lieber Gott. Oh, nicht zu mir her. Ja, geh vielleicht aufs Klo, komm, hopp. Zack, sitzt schon da. Hab ich schon da, dann hab ich sofort gewusst, warum ist das Überraschung? Weil wissen Sie, die hat Sachen im Gesicht hängen gehabt. Die hängen bei mir Weihnachten an Christbaum. Wirklich. Da haben wir sofort ein Gesprächsthema gehabt, habe ich gesagt, mei, so ein Zufall. Den gleichen Ring, wie du in der Nase hast, hat unser Ochs daheim auch. War das Eis gleich gebrochen. Und dann war es da so warm drin, da war es so warm in dem Café und dann zieht sie Jacke aus, gell? Und dann sehe ich schon Oleg. Oh mei. Alles voll. Alles voll, meint. Ein Tattoo nach dem anderen. War ich fix und fertig. Wissen Sie, es gibt Menschen, die haben Angst vor Tattoos. Das nennt man Tattoophobie. Das hab ich. Ich hab das vorher auch nicht gewusst. Ich meine, das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht verstehen. Ich meine, es gibt bestimmt Leute da halt unter uns, die stehen auf Tattoos. Ich meine, wenn Sie jetzt einen Partner haben, ich weiß nicht, wie es ausschaut bei der Silvia, aber wenn Sie jetzt einen Partner haben, der von oben bis unten tätowiert ist und Sie liegen auf noch neben dem im Bett und Sie können nicht schlafen, schau ich mir ihn halt einmal an. Okay. Das ist wie so ein Bilderbuch. Aber ich pack's nicht. Ich bin so eine sensible Person. Ich nehme immer Eindrücke vom Tag mit in die Nacht. Und hab dann von Tattoos geträumt.
Ich hab getrennt, ich bin mit der Tatjana in einer Beziehung. Schon ein bisschen länger, gell? Routine kehrt ein. Und irgendwann kommt sie her und sagt, du Martin, mir ist so langweilig. Oh, könntest du dir nicht auch ein Tattoo stechen lassen? Oh, sag ich, boah, das weiß ich nicht, gell? Das ist ja, wohin denn überhaupt? Ja, ich bin einer bisschen... in einer etwas für mich ansprechenden Gegend. Sag ich, ja, wo ist denn das? Ja, so. 5 cm unterm Bauchnabel. Oh, sag ich, das ist aber schon gemacht, gell? Du, das weiß ich nicht, ob ich das will. Aber ich will natürlich, ich möchte meine Beziehung retten. Dann bin ich ins Tattoo-Studio meines Vertrauens gegangen. Weil zum jeden kann man nicht gehen. Na, sie möchte gar nicht wissen, wie viele Leute auf der Welt mit chinesischen Schriftzeichen rumlaufen. Und glauben, da steht Liebe, Glaube, Hoffnung, sonst irgendein Schmarrn. Und in Wirklichkeit steht da Hühnchen süß-sauer. Ah, wer weiß denn? Glauben Sie, dass der Tätowierer chinesisch kann? Das glaube ich nicht. So schaut die nicht aus. Geil. Dann habe ich zum Tätowierer gesagt, Sie, Herr Tätowierer, ich muss meine Beziehung retten. Ich brauche ein Tattoo in einer etwas ansprechenden Gegend. Geil. Also da, Sie darf schon, ich bin Kabarettist. Ich verstehe schon ein bisschen Schmäh, kann aber poetisch sein, der Spruch, in der ansprechenderen Spruch. Geil. So, dann lasse ich mich tätowieren, reiß mir die Folie runter. Wissen Sie, was mir der da her tätowiert hat? Kein Trinkwasser. Und das direkt oberhalb der Quelle. Ich war fix und fertig. Ich hab rumgeschrien in diesem Tattoo-Studio, sage, Sie sind ja ein Depp. Sie, wenn soll ich denn das sagen, das sind ja too much information. Sie, also, er hat überhaupt nicht verstanden. Der hat gesagt, ich hab mir gedacht, Sie sind Kabarettist und haben einen gewissen Sinn für Humor und Witz. Sag, ja, ich verstehe schon Witz, aber nicht unterhalb der Gürtellinie. Sieh jetzt, wenn es irgendwas Lustiges gewesen war, weißt du, irgendwas, was einen Sinn ergibt, irgendwas auf Bayerisch, wie weiß ich nicht, anzapft ist. Oder auf geht's Weißwurstzuseln, gell? Aha, das ist also das Niveau da herinnen, dass sie sich nicht schammern. Wahnsinn, Bad Birnbach schammt sich. Und dann bin ich aufgewacht, dann bin ich schweißgebadet aufgewacht und dann hab ich gewusst, Martin, du, brauchst du einen Nocker, also du brauchst eine ohne Tattoos, gell? Ganz wie es der Herrgott gemacht hat. Also die Oma. Und jetzt habe ich mich sofort im Internet abgemeldet, weil das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich, sie brauchen mich gar nicht zu suchen. Ich bin schon lange nicht mehr, das habe ich nur vorher gesagt. Und wissen Sie, das ist ja,